Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück, ihr Spider-Man-Fans. Heute gibt es wieder eine schöne Wandkrabbler-Figuren-Review für euch. Ich habe heute aus dem Marvel-Spider-Man-Spiel für euch die VGM 045, den Anti-Orc-Suit Spider-Man. Eine Figur, auf die sich einige von euch sehr, sehr freuen werden. Und ich denke mal auch, er wird euch sehr, sehr gefallen. Spidey in einem schönen schwarzen Anzug im Endkampf gegen Dr. Octopus aus dem PlayStation-Spider-Man-Spiel war schon wirklich im Spiel genial. Und ich denke mal auch als Figur kann diese Umsetzung auf jeden Fall mehr als überzeugen. Die Verpackung ist auch in diesem schönen Design gehalten, wie es der Anzug halt selbst ist, in diesem Schwarz- und Gelbton. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr gut. Und ihr seht vorne drauf natürlich auch schon unseren Spidey, ne, wie er so ein paar Netze abschießt. Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Na, und das Ganze hier ringsrum, da seht ihr auch nochmal, da geht das Netz dann komplett einmal weiter. Schön gemacht. Auf der Rückseite sind hier nur die Credits. Das Ganze ist hier natürlich wieder so ein bisschen kleiner Schuber. Na, auf der Seite finde ich das auch nice. Da geht das Motiv auch nochmal weiter. Wenn ihr da mal hinguckt, da seht ihr natürlich nochmal so ein paar kleine Szenen aus dem Spiel, na, wie Spider-Man halt in seinem Anti-Orc-Suit halt hier unterwegs ist. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und typisch für die Spider-Man-Reihe können wir das Ganze natürlich an der Seite mit einem Magnetverschluss wieder öffnen. Die Box ist leer. Spidey wartet schon auf euch unten im Review-Bereich, aber ich will euch das hier nochmal zeigen, denn da ist auch nochmal so ein schönes kleines Artwork halt, wie Spidey hier gerade gegen Dr. Octopus schwingt in Schwarz und Weiß. Finde ich persönlich auch sehr gut. Also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann würde ich sagen, wie immer, bleibt dran. Ich gehe mit euch rüber zum Review-Bereich und zeige euch den Anti-Orc-Suit Spider-Man. Viel Spaß dabei. Und so sieht der gute Anti-Orc-Suit Spider-Man ausgepackt aus. Und ich muss sagen, ja, doch, ich bin recht angetan von dem. Natürlich in Schwarz sieht der Anzug um einiges cooler aus noch. Das gefällt mir sehr, hat mir natürlich auch im Spiel sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, ich bin doch recht angetan von der Diorama-Base, die jetzt mit dabei ist. Es ist eigentlich eine Standard-Hexagon-Base, die wir schon kennen. Aber die Additional Pieces, die wir jetzt dazu packen können, die haben nochmal so einen gewissen Touch halt, der mir doch wirklich sehr gut gefällt. Und da wir alle wissen, dass Hot Toys wahrscheinlich nie einen Dr. Octopus wirklich als 1:6 Figur rausbringen werden, würde ich sagen, ist das hier eine nette alternative Lösung, um trotzdem den Flair von dem Endkampf aus dem Spider-Man-Spiel halt irgendwie ein bisschen gerecht zu werden. Ansonsten, Spidey selbst, muss ich aber sagen, ist eigentlich eine recht standardmäßige Spider-Man-Figur, wie wir es halt schon kennen, was ja nichts Schlechtes ist, ne? Also er ist nach wie vor genauso gut gemacht wie alle anderen, die ich euch in letzter Zeit gezeigt habe. Und ich denke mal, auch da werdet ihr mit zufrieden sein. Aber auch hier solltet ihr, wie ihr es vielleicht auch jetzt schon sehen könnt, ein bisschen mit dem Anzug aufpassen. Ich würde sagen, wir gehen mal komplett in die Details rein und fangen jetzt mal nicht mit Spidey an. Ich will euch jetzt mal so ein bisschen die Tentakeln von Dr. Octopus auf seiner Base zeigen. Und die sind meiner Ansicht nach doch auf jeden Fall sehr gut gelungen. Der Paintjob ist jetzt natürlich nicht so hochwertig wie bei einer 1:6 Figur. Aber für das, was die Tentakeln hier darstellen sollen, bin ich doch sehr zufrieden. Die Base selbst, wie gesagt, normaler Hexagon-Standard und dann natürlich auch mit einer dynamischen Stange hier mit der Hüftgabel, ne? Die habe ich jetzt mal beiseite gepackt, damit wir mal einen kompletten Blick hier auf diese Tentakeln halt haben. Ich mochte das Design in dem Spider-Man-Spiel von Dr. Octopus unglaublich gerne. Der sah wirklich sehr, sehr cool aus und seine zwei Tentakeln, die man jetzt hier sieht, na, die sehen auch wirklich sehr stark aus mit den ganzen Stacheln und Spikes und alles, was hier dran ist. Da müsst ihr allerdings auch ein bisschen aufpassen. Hot Toys hat es schon so gemacht, dass jetzt nicht großartig was eigentlich abbrechen kann. Es ist alles relativ weich und flexibel. Ihr seht das ja hier und auch hier vorne halt die Ärmchen, ne, die sind alle so ein bisschen aus etwas weicherem Plastik gemacht. Also ich denke mal schon, da wird nicht großartig was passieren, wenn ihr mal aus Versehen irgendwie was fallen lasst, auch hier innen drin. Ne, diese kleinen Ärmchen hier, die sind alle wirklich sehr weich und sehr flexibel. Ihr seht, es hat diesen, ich sag jetzt mal, metallischen Grau-Schwarz-Touch hier, den ja Dr. Octopus auch im Spiel hatte. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben hier noch ein paar ja, Farbapplikationen halt in Gelb, die so ein bisschen halt die Energie von seinen Tentakeln darstellen sollen. Auch hier innen drin. Das ist so ein bisschen hier ja verwaschen gemacht, ne, dass das hier so ein bisschen so einen Übergang hat überall. Ihr seht das ja auch gerade hier, damit halt so ein bisschen so gesehen die Energie simuliert wird. Diese Tentakel werden hier einfach ganz simpel nur reingesteckt, was ich ganz cool finde. Warte mal, ich schnapp mir mal den großen hier. Wir haben hier einfach so ein normales Packhole, ne, und dann so einen großen Pack hier am Start und das Ganze wird dann hier einfach reingedrückt. Na, und ihr seht ja auch,
In der Bedienungsanleitung wird nochmal ganz genau gezeigt, in welche Position die gebracht werden. Es sind insgesamt drei Teile. Wir haben einmal diesen langen Tentakel, dann diesen kürzeren, der hier nach oben ragt und dann hier nochmal einer, der so gesehen hier einmal sich rumschwenkt. Und ihr seht das ja auch, es soll so ein bisschen gemacht sein, als würde das Ganze hier aus dem Boden rausbrechen, als würde sich hier das Metall vom Boden halt biegen. Na, das ist schon okay gemacht, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze jetzt mit zwei Platten sogar hier auszutauschen. Wir haben hier jetzt einmal diesen Metalluntergrund von dem Endkampf, von der Endkampfszene aus Spider-Man. Ne? Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und nur mit diesem Untergrund könnt ihr halt auch die Tentakeln ranbringen. Ähnlich wie bei den Hot Toys Star Wars Figuren haben wir jetzt auch noch hier einen Ersatzpart mit dabei, ne? Wo ihr dann halt wahlweise euch das entscheiden könnt, wenn ihr die Tentakel nicht haben wollt oder ihr nicht die Deluxe-Version habt, dann werdet ihr das Ding hier benutzen. Aber ganz ehrlich, ich würde das Ganze mit dem Teil hier hinstellen, weil ich finde, das sieht einfach um einiges cooler aus, wenn ich ehrlich zu euch bin. Diese Tentakeln, die sind schon wirklich sehr stark gemacht, gefällt mir. Auch hier nochmal so diese ganzen Goldapplikationen. Das ist zwar alles ein bisschen ausgewaschen und nicht so detailreich wie eine Figur halt, aber trotz alledem für so eine kleine Base, muss ich sagen, gefällt mir das doch recht gut. Unten nochmal Anti-Oxid raufgedruckt. Ja, und das ist eigentlich so gesehen alles, was euch erwartet, wenn ihr euch halt diese Figur zulegt. Wenn ihr ja diese Base cool findet, denke ich mal schon, werdet ihr hier wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Und auch der Spidey selbst in seinem Anti-Oxid, denke ich mal, wird den ja, Hot Toys Spider-Man-Sammler unter euch auch wieder sehr gut gefallen. Den haben die schon wirklich schön umgesetzt. Hat aber auch wieder natürlich das typische Material dieses Anzuges, was wir von den anderen Figuren kennen, wo ihr wirklich aufpassen solltet. Soweit gefällt mir hier alles wirklich sehr gut, muss ich sagen. Gerade hier die gelbe Spinne, die vorne und auf der Rückseite zu sehen ist, gefällt mir richtig gut. Das ist sehr nice gemacht. Was ich mir noch gewünscht hätte tatsächlich wäre, wenn wir noch die Augen beleuchtet hätten. Denn diese gelben Augen haben jetzt hier halt nur dieses kleine Muster mit hier raufgedruckt. Es ist nicht mal irgendwie ein 3D-Effekt drin. Da wäre noch eine Beleuchtung vielleicht ganz cool gewesen, zumindest im Kopf. Dann hätte das Ganze vielleicht noch einen Tucken cooler ausgesehen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber auch so ist er natürlich wieder sehr, sehr schön gemacht und ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Wenn wir uns jetzt in der Nahaufnahme nochmal generell seine Maske angucken, dann seht ihr auch natürlich die ganzen verschiedenen Nähte, die hier dran sind. Und dann natürlich hier die Augen, ihr seht das ja, das ist nur aufgedruckt. Ne? Das ist, wie gesagt, etwas schade. Die Spinne vorne finde ich aber persönlich sehr, sehr cool. Auch da ist das gleiche Muster drauf wie in den Augen. Und diese ganzen kleinen Details, die hier generell auf Spidey drauf sind, die gefallen mir schon wirklich sehr, sehr gut, weil es ist ja eher so eine Art Metallanzug schon fast. Ne? Und auch hier überall an der Seite kommen nochmal diese gelben Applikationen hier durch. Das sieht schon wirklich sehr stark aus und ist natürlich das gleiche Material wie die letzten Spider-Man-Figuren. Wir haben hier auf der Seite jetzt nochmal für euch wieder die Web-Shooter. Die Web-Shooter haben jetzt hier dieses coole Design halt aus dem Spiel. Die Web-Shooter, die jetzt an der Figur dran sind, wenn ihr euch die Figur zulegt und das erste Mal auspackt, sind so gesehen nicht funktional. Das heißt, ihr könnt da jetzt keine Spinnennetze reinstecken, wie es bei den anderen Figuren üblich ist. Hot Toys scheint sich da immer noch so ein bisschen auszuprobieren, wie es jetzt die beste Möglichkeit ist, das Ganze mit den Spinnennetzen zu machen. Auch das zeige ich euch gleich nochmal. Das gehört nämlich dann wieder zum Zubehörpart. Da haben sie sich wieder was anderes einfallen lassen. Also die wissen noch nicht so recht, welche Richtung sie da gehen wollen. Aber sieht auf jeden Fall hier schon mal von den Details her wieder sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Das gefällt mir soweit. Das haben sie cool gemacht. Sogar hier mit dem Druckknopf könnt ihr den erkennen, wo Spidey dann hart drauf drückt mit den beiden Fingern, damit die Netze halt rausgeschossen werden. Finde ich wirklich sehr cool. Na, und ansonsten, ihr seht es ja, ne? Also der Detailgrad hier ist wieder sehr schön gemacht. Da bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Das Anzugmaterial ist wieder dieses ja, Gummimaterial, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Gummi mit ein bisschen Stoff. Na, also ja, ihr kennt das Ganze. Wenn ihr Spider-Man-Figuren sammelt, dann wisst ihr Bescheid. Na, auch hier überall diese gelben Parts, die hier drin sind, die waren, glaube ich, auch beim Spiel, glaube ich, beleuchtet. Na, das weiß ich gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, wenn ich ehrlich zu euch bin. Na, aber ich muss sagen, was die hier umgesetzt haben, rein von der Optik her, ist natürlich wieder sehr schön. Ein toller Spider-Man und in Schwarz sieht er natürlich um einiges cooler aus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch cool gemacht am Ende des Spiels, als er den Anzug dann halt anhatte und ihr gegen Dr. Octopus gekämpft habt. Das war schon sehr grandios. Und wer das Spiel überhaupt noch nicht gespielt hat, sollte das unbedingt nachholen. Wirklich, holt es nach. Kommen wir zum Zubehör, liebe Leute. Ich fange ganz simpel an. Es ist wirklich gar nicht viel mit dabei. Theoretisch auch hier wieder der absolute Standard von Hot Toys. Der größte Zubehörpart ist tatsächlich die Diorama-Base. Ansonsten haben wir hier, wenn wir schon gut den Spidey hier
direkt in der Kamera haben. Natürlich wieder unsere austauschbaren Linsen mit dabei. Auch da wieder die Variation, dass sich die Augen so leicht schließen lassen. Das finde ich persönlich sehr cool. Also wie gesagt, das sind die Standardlinsen hier, diese relativ eckigen. Und dann halt einmal komplett so ein bisschen zusammengekniffen. Und dann natürlich wieder, wie ich es in der letzten Review, glaube ich, auch schon gesagt habe, der eher fokussiertere Blick, wo er dann eher schon so ein bisschen bösartiger guckt. Auch das ist eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Gerade wenn er sich jetzt im Kampf gegen Doc Ock ein bisschen konzentriert, finde ich das auch ganz cool. Aber ihr habt natürlich auch wieder hier die Möglichkeiten, wenn ihr möchtet, das Ganze zu variieren. Diese Linsen lassen sich super leicht übrigens austauschen. Auch das ist in der Anleitung so beschrieben. Ihr braucht einfach nur hier oben an der oberen Kante so ein bisschen eindrücken und dann rutscht die schon von alleine raus. Und dann braucht ihr sie eigentlich hier nur einmal rausziehen und dann schnappt ihr euch hier wieder eine andere Linse, packt die hier rein und habt dann diese sehr seltsamen Variationen. Aber da, wirklich gut gemacht, bin ich ganz ehrlich zu euch. Das ist mal wieder mit Magneten, da bin ich sehr zufrieden mit. Einige sind ja manchmal nicht mit Magneten, aber so ist das wirklich gar nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, beleuchtet wäre irgendwie cool gewesen. Aber dann wäre das mit den austauschbaren Linsen wahrscheinlich nicht wieder so möglich gewesen. Keine Ahnung. Ansonsten, jetzt zeige ich euch mal die Webshooter. Passend dazu gibt es natürlich auch wieder austauschbare Hände, damit er halt sein Netz abschießen kann. Die Webshooter werden jetzt ganz normal ausgetauscht. Dafür müsst ihr die Hand abziehen, also ganz simpel, wieder auf den normalen Gelenken. Und dann wird das Ganze einfach durch einen anderen Webshooter ersetzt, der eigentlich optisch fast genau aussieht wie der, den ich euch gerade hier abgemacht habe. Und das ist der neue, das ist der, der auf der Figur drauf ist. Nur hier seht ihr dann, dass das Ganze hier ein bisschen größer ist, gröber ist halt. Das Ganze wird jetzt hier oben einfach wieder raufgeschoben, ganz normal wie so ein Armband halt. Und dann einfach die Hand da drüber und dann erst habt ihr die Möglichkeit, halt wirklich, oh Gott, das war falsch rum, das Netz muss natürlich hier hin, so. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, die Netze da ranzupacken, die halt generell in der Verpackung mit dabei sind. Ihr seht es ja auch jetzt hier in der Kamera, das ist jetzt halt so gesehen die Möglichkeit, in diesem silbernen Zylinder halt die Netze dann halt reinzustecken. Vorher sah das Ganze dann halt eher so aus, Ich weiß nicht, ob ich es reinkriege, aber da ist das ein bisschen feiner, ein bisschen dünner. Warum sich jetzt Hot Toys dazu entschieden hat, überhaupt das Ganze austauschbar zu machen, weiß ich persönlich nicht, weil es hätte tatsächlich auch gereicht, wenn einfach die standardmäßig drauf sind. Da wäre ich jetzt auch zufrieden mit gewesen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich glaube, die sind sich da ein bisschen unsicher, aber ich denke mal, die meisten von euch werden es eh gleich austauschen und dann halt die Webshooter raufpacken, damit wir dann halt auch unsere coolen Standardnetze daran packen können. Und die sind natürlich der absolute Standard, wie ich es euch gesagt habe. Jede Spider-Man-Figur hat die mit dabei und ich finde es auch gut, dass die mit dabei sind. Das ist jetzt zum Beispiel wieder das Standardnetz, vorne so ein bisschen abgerundet. So ein normaler Netzschuss, den Spidey halt macht. Davon habt ihr wie immer zwei Stück in der Verpackung. Das Ganze ist wie immer auch so halt hier verpackt. Da haben wir dann natürlich auch wieder dieses Schwungnetz mit dabei, dieses leicht abgeklemmte hier oben. Also auch das ist alles mit dabei, wo ihr dann Spidey halt auch nochmal irgendwie Schwungtechniken oder sowas halt in der Pose beibringen könnt. Wir haben das verlängerte Netz, das ist dieses hier. Das könnt ihr Spidey auch hier ranstecken. Ich zeige euch das mal. Es ist relativ simpel dieses Mal wieder. Die Steckverbindung ist auch wirklich ganz gut gelungen wieder. Einfach hier reingesteckt, dieses verlängerte Netz. Und das hält dann auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also da bin ich auch wirklich sehr zufrieden wieder mit. Das geht, da seht ihr es ja. Also Spidey bleibt stehen. Also auch wieder cool gemacht. Passend dazu ist natürlich aber auch wieder mein Lieblingsnetz mit dabei, was direkt in die Kamera schießt. Das gute Stück. Und dieses gute Stück, das ist standardmäßig dafür da, dass ihr das dann bei dem längeren Netz vorne halt raufsteckt, damit ihr wirklich so einen coolen Netzschusseffekt habt. Wie gesagt, schon tausendmal gezeigt, aber ich finde es immer wieder gut, dass diese Sachen mit dabei sind und es sieht eigentlich auch wirklich ganz cool aus. Und ansonsten haben wir noch dieses standard verworrene Netz mit dabei, was Spidey dann halt so gesehen in der Hand halten kann. Dafür gibt es extra auch zwei Fäuste wieder, wo das Ganze dann reingesteckt wird, womit ihr dann halt auch nochmal so ein bisschen dynamisch was machen könnt. Also auch da ist es euch natürlich so ein bisschen überlassen, wie ihr das macht. Hier im Video sieht es gerade aus, als würde er ein Netz aus Spinnennetzen halt irgendwie ein Schwert irgendwie tragen, aber das ist natürlich nicht der Fall. Also auch da wirklich ganz simpel gemacht, einfach hier rausgezogen. Es wird an zwei Ecken hier in diese Handreihe reingesteckt. Ihr kennt das aber schon, wenn ihr Spider-Man-Figuren sammelt. Denn hier in diesen Händen sind halt nochmal so zwei kleine Löcher drin, oben und unten, wo das Ganze dann halt reingesteckt wird. Ja, und Leute, das war's. Das war auch schon wieder das Zubehör.
vom Anti-Oxid Spider-Man. Wie gesagt, bei den Spider-Man-Figuren ist eigentlich immer das gleiche Standardmäßige mit dabei. Na, mehr erwartet bitte nicht. Aber ich denke mal, diejenigen, die sich auf diese Figur freuen werden, die werden hier auf jeden Fall auch wieder ihren Spaß dran haben. Denn ich denke mal schon, das reicht auch eigentlich völlig aus. Die Base ist eigentlich hier echt das kleine Highlight an dieser Figur. Und das heißt, Leute, gucken wir uns mal kurz die Beweglichkeit an. Und auch da kann ich euch jetzt schon sagen, der Anzug, passt bitte mit dem Anzug auf. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal benutzt, ein bisschen bewegt. Und es haben sich natürlich auch hier schon wieder kleine leichte Falten gebildet. Das ist aber ganz normal für diese Anzüge halt. Bewegungspunkte technisch ist auch hier unser guter Anti-Ox-Suit Spidey normaler Standard eigentlich. Kopf sitzt auf ein Kugelgelenk, den könnt ihr ganz normal 360 Grad drehen, auch gut nach hinten bewegen, ne, weil der Hals wieder sich mitbewegt und auch ganz gut nach unten bewegen. Wartet mal, muss man natürlich ein bisschen in Position bringen. So, ne, also das geht auch. Wenn ihr ihn zu weit nach unten drückt, habt ihr allerdings dann hier diese leicht unschöne Kante. Ne, das müsst ihr dann halt ein bisschen kaschieren, aber ich bin damit sehr zufrieden mit. Auch dieser Spidey hier hat natürlich wieder Ratchet Joints als Gelenke, was ich sehr, sehr gut finde. Hört hin. Na, also auch da wieder sehr, sehr gut. Erschreckt euch also nicht, falls ihr noch keine Spider-Man-Figur in eurer Sammlung haben solltet und ihr den hier euch hier holen solltet. Na, das ist ganz normal. Diese Ratchet Joints sind in erster Linie dafür da, dass durch die Spannung auf dem Anzug die Gelenke trotzdem halt in Position bleiben. Na, dadurch können wir die Arme so weit auseinanderbringen. Das finde ich persönlich schon mal sehr, sehr gut. Auch hier mit den Falten und alles bin ich doch sehr zufrieden. Das geht. Wir haben hier natürlich auch eine Oberarmbeweglichkeit, die aber fast schon eher sinnfrei hier drin ist, weil das Anzugmaterial ja die Bewegung schon wieder zurückschnellen lässt. Ne? Also es geht. Ich weiß nicht, ob jetzt hier eine Art Butterfly-Gelenk drin ist, weil theoretisch, ja doch, das geht. Ich strapaziere ihn jetzt natürlich mal wieder für euch. Das solltet ihr mit eurer Figur nicht machen. Theoretisch kann Spidey so weit auch die Arme nach vorne packen. Na, dann seht ihr das auch mit dem Anzug. Hier auch die Falten. Na, das ist noch alles wirklich im Rahmen. Wir haben doppelte Ellbogengelenke, die nicht auf Ratchet Joints sind. Auch da rate ich euch natürlich bei dem Anzug, das Ganze nicht zu lange in so einer Position zu lassen. Denn hier unten ist natürlich gerade der Part, der sich strapaziert und dann halt mal ausleiern könnte. Die Hände sitzen auf den typischen 1:6 Gelenken. Ihr könnt sie jetzt hier nur durch die Webshooter nicht 360 Grad drehen, also eher relativ ja, normal drehen nach links und rechts und halt auch ein bisschen kippen. Ne? Das ist alles hier möglich und mit drin. Austauschbare Hände habe ich euch ja gezeigt, sind auch wieder einige mit dabei. Da ist wieder einiges noch am Start, womit ihr coole Sachen dann machen könnt. Der Oberkörper von unserem guten Spidey hier, der ist natürlich wieder auch beweglich. Ne? Das ist, glaube ich, hier wieder unterteilt, so ein bisschen unter der Brust. Da muss ich mal gucken, auch da auf Ratchet Joints, ne? Damit das Ganze in Position bleibt. Also er kann wirklich strapaziert so weit nach unten und bleibt auch so in Position durch die Gelenke und nach hinten. Oh ja, sehr gut. Ne? Also auch die coole Matrix-Ausweichpose kann er machen, das funktioniert. Da bin ich sehr zufrieden mit. Hüftbeweglichkeit ist auch drin, aber der Anzug ist hier wirklich doch sehr gummiert, denn die Muskeln hier vorne, die sind auch nochmal etwas dicker halt gemacht, ne, von dem Anzug her. Dadurch, ja, ich sag mal, so kann er sich ein bisschen drehen, also mehr ist da nicht wirklich drin. Ne? Also passt mit dem Anzug, wie gesagt, ein bisschen auf. Ne? Das wäre sonst wieder sehr unschön, wenn mit diesem Spidey was passiert. Gucken wir uns den Split an. Die Beine gehen auch hier auf Ratchet Joints ungefähr so weit auseinander. Auch da bin ich sehr zufrieden mit. Auch da rate ich euch, seid vorsichtig, denn hier fangen an, sich dann halt die leichten Falten zu bilden. Na, wenn ihr ein bisschen länger was von dem Anzug haben wollt, dann vermeidet das am besten. Wir haben eine Oberschenkelbeweglichkeit Standard natürlich drin. Wir kriegen die Beine von Spidey so weit nach vorne, also nicht perfekt 45 Grad. Wir haben die Kniegelenke wieder auf doppelten Kniegelenken. Auch da genauso wie bei den Ellbogen. Ihr wisst das Ganze ja. Passt bitte auf. Wenn ihr den zu lange in der Pose lasst, kann es auch hier sein, dass sich das an den Knien irgendwann mal ausleiert. Die Füße selbst auch hier, Spider-Man Standard, ist alles komplett eingenäht, der Anzug, also der Körper. Na, wir haben hier ein Kugelgelenk drin, dadurch können wir seinen Fuß nach oben bringen, einigermaßen nach hinten bringen. Ihr müsst hier immer so ein bisschen aufpassen, weil er hier hinten halt diesen Hackenschutz hat. Aber dieser Hackenschutz, der ist relativ flexibel gemacht, also auch dadurch kann nichts passieren. Ne? Das ist schon gut. Seitliche Beweglichkeit, der Ankle Pivot ist natürlich auch da. Und für Spider-Man typisch auch die Zehenbeweglichkeit ist da, bei der ich auch immer sage, passt ein bisschen auf. Oh, jetzt können wir nochmal einen schönen Blick hier nach unten werfen. Auch das ist ja so eher im Dr. Octopus-Style gemacht. Wenn ihr die Zehe bewegt, kann es sein, dass es hier mal zu kleinen Rissen kommt. Also auch da ein bisschen vorsichtig. Na, schaut euch das mal an hier. Sieht auch cool aus. Na, also gar nicht schlecht. Das ist kein normales Standard-Schuhprofil, würde ich mal sagen. Ja, das ist die Beweglichkeit vom Anti-Ox-Suit Spidey. Und das ist der Anti-Ox-Suit Spidey. Mehr kann ich euch zu der Figur nicht zeigen. Wenn ihr aber wirklich einen coolen Spider-Man für eure Sammlung haben wollt
oder generell diesen Spidey oder diese Reihe von Hot Toys sammelt, dann kann ich euch den uneingeschränkt natürlich auch hier wieder ans Herz legen. Für mich persönlich eine weitere gut gemachte Hot Toy Spider-Man Figur aus dem Marvel Spider-Man Spiel für die PlayStation Konsolen. Also wie gesagt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet und ihr irgendwann mal die Möglichkeiten habt, spielt es. Ich hoffe, eine Fortsetzung kommt im nächsten Jahr. Da würde ich mich sehr darauf freuen. Und wie gesagt, der Endkampf hier gegen Dr. Octopus war super. Und ich finde die Diorama-Base, die das Ganze so ein bisschen repräsentiert, gar nicht schlecht. Ich mag sowas, diese kleinen Spielereien, die aber auch nicht zu sehr ausarten sind. Also so dürfte es noch einigermaßen gut bei euch auch in die Sammlung und halt in die Detolf oder in die Vitrine halt reinpassen. Zubehörtechnisch ist der natürlich ein bisschen mau. Wie gesagt, wir haben austauschbare Linsen, austauschbare Hände, die Standardnetze halt mit dabei, die ich euch gerade alle hier gezeigt habe. Und natürlich noch die eher etwas sinnfreien, austauschbaren Webshooter, die meiner Ansicht nach nicht hätten unbedingt sein müssen. Mehr kann ich euch nicht zeigen und jetzt bin ich natürlich wie immer auf eure Meinung gespannt. Wer von euch hat denn sich vorbestellt? Wer freut sich schon drauf? Wie gesagt, ich kann ihn euch uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr die Reihe generell sammelt, da werdet ihr sehr zufrieden mit sein. Und wie gesagt, eure Meinung, schreibt sie unten einfach rein und ich würde sagen, ich bin raus. Mehr gibt es nicht zu zeigen. Danke Leute fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn dann und natürlich reingehauen. Und ich weiß ganz genau, dass bei dem einen oder anderen wieder der Spinnensinn geklingelt hat. Grüße gehen raus. Macht's gut.